Meine Damen und Herren, Gehirne sind wie Computer. Nein, umgekehrt. Computer sind wie, also die Sache mit Computern und Gehirn ist, dass beide Informationen sammeln und abspeichern, wieder abrufen, sich daran erinnern, und wenn da etwas durcheinander gerät, also wenn die Daten auf der Festplatte verstreut, das heißt fragmentarisch abgelegt werden, dann ist das so, wie wenn sie zerstreut sind. Also nicht sie persönlich, sondern ich meine ihre Gedanken. Denn wenn man nicht mehr alle beisammen hat, dann klappt das mit dem Denken nicht mehr so schnell. Und ihr Computer, ihr Gehirn wird immer langsamer. Für dieses Problem gibt es bei Computern eine einfache Lösung. Sie lautet Defragmentierung. Glücklicherweise befinde ich mich immer noch als digitaler Datensatz in einem Computer. Und deshalb werde ich nun die Gelegenheit nutzen und mich selbst defragmentieren lassen, um meine Gedanken zu ordnen und mich in Dingens mit mir selbst zu bringen. Na, Sie wissen schon. Also, dafür muss ich mich innerhalb des Rechners in einen speziellen Bereich begeben. Ich gehe mal kurz dahin, einen Augenblick. Und nun kann die Defragmentierung beginnen. Ein voller Erfolg. Ich spüre gleich schon, wie sich meine Gedanken ganz neu zusammenfügen. Mir kommen sogar wieder Erinnerungen in den Sinn, die ich seit meinem Studium verdrängt habe. Eine davon möchte ich Ihnen gerne vortragen, da ich denke, dass sie Ihnen in Zukunft nutzbringend sein soll und wird. Es ist ein Zitat meines großen Vorbildes und Vorgängers Albert Einstein. Die Geometrie geht aus von gewissen Grundbegriffen wie Ebene, Punkt, Gerade, mit denen wir mehr oder minder deutliche Vorstellungen zu verbinden imstande sind, und von gewissen einfachen Sätzen, Axiomen, die wir aufgrund jener